Bauchspeicheldrüsenkrebs zählt zu den tödlichsten Krebsarten, die es gibt. Nur jeder 16., der die Diagnose bekommen hat, lebt dann länger als 5 Jahre. Grund genug, sich mit den Ursachen zu beschäftigen. Guten Morgen. Untersuchungen zeigten, die auf die Ursachen referieren, dass lediglich 20% auf den Konsum von Tabak zurückgehen. Studien sind wie immer unten verlinkt. Bei den Rest ist man lediglich sicher, dass die Ernährung eine sehr große Rolle spielt und dabei wiederum das Fett und der Alkohol. Bei den Fetten hat man erst in den letzten Jahrzehnten angefangen, konsequent die pflanzlichen von den tierischen Fetten zu trennen in den Studien und in den Betrachtungen. In einer der größten Studien, die jemals zur Ernährung durchgeführt wurden, mit über 500.000 Menschen, die NHARP-Studie, hat man herausgefunden, dass der Konsum von tierischen Fetten deutlich in Verbindung mit einem erhöhten Bauchspeicheldrüsenkrebsrisiko gebracht werden kann, während kein Zusammenhang mit dem Konsum pflanzlicher Fette gefunden wurde. Aber es gibt auch Parallelen zwischen beiden Fettarten und gemeinsame negative Effekte. Dazu gab es auf meinem Kanal schon auch einmal ein Video, warum man generell, warum ein zu viel an Fett generell ungesund ist. Und dieses Video findet ihr hier oben in den Infokarten. Aber auch in der europäischen EPIC-Studie, eine weitere riesige Ernährungsstudie mit ebenfalls fast 500.000 Menschen, fand man heraus, dass pro täglich verzehrten 50 Gramm Hühnerfleisch das Risiko an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken um 72% anstieg, also fast verdoppelt wurde. Wir reden hier von einer der aggressivsten und tödlichsten Krebsarten. Und 50 Gramm, das sind gerade mal ein paar Streifen Hähnchenbrust oder ein Viertel einer Hühnerbrust. Und damit ist das Risiko, diese Form des Krebses zu bekommen, bei weißem Fleisch sogar noch höher als bei rotem Fleisch. Warum das so ist, das ist auch für die meisten Menschen wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Sie interessiert nur zu wissen, dass Hühnerfleisch ein ungesundes Lebensmittel ist. Aber die Wissenschaftler vermuten, die Quelle ist natürlich auch wieder unten in den Infokarten angegeben, dass sogar Krebsviren, die bei Hühnerwarzen verursachen, einfach auf den Menschen übertragen werden können. Dazu gab es dann auch eine Untersuchung. Man hat 30.000 Arbeiter aus einer Geflügelverarbeitung getestet, ob sich das dem Geflügel aussetzen, also der Kontakt mit Geflügelfleisch, quasi Krebs verursachen kann. Also nicht das Essen, sondern einfach nur der Kontakt. Die Untersuchung ergab, dass diejenigen, die die Hühner schlachteten, ein etwa neunfaches Risiko hatten, erhöhtes Risiko, Bauchspeicheldrüsenkrebs zu bekommen, als Menschen, die keinen Kontakt zu Hühnerfleisch hatten. Dr. Michael Greger hat in seinem Buch einen interessanten Vergleich gebracht, den man sich wirklich mal bewusst werden sollte. Das Rauchen, was bisher der am besten untersuchteste Faktor für Bauchspeicheldrüsenkrebs war, hat lediglich eine Verdopplung des Risikos zur Folge. Also Hühnerfleisch scheint nach aktuellem Wissensstand Bauchspeicheldrüsenkrebs auf mehreren Ebenen, sowohl im Kontakt als auch im Verzehr, zu katalysieren. Die Empfehlung, die sich daraus ergibt, ist aus meiner Sicht oder aus der Sicht des Denkers in mir, das Hühnerfleisch einfach strikt zu meiden. Wenn man das Risiko auf eine der tödlichsten Krankheiten, namentlich Bauchspeicheldrüsenkrebs, vermeiden will oder verringern will. Also, was ihr aus den Informationen macht, bleibt euch überlassen. Lest gerne in die Studien unten nochmal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer wieder über einen Daumen und natürlich auch über einen Kommentar. Positives Feedback, negatives Feedback in den Kommentaren auch immer gern gesehen. Alles Liebe und bis morgen. Euer Christian.